Ich sitze hier draußen fernab einer Steckdose und was macht man eigentlich, wenn man all seine Gadget dann mal der Saft ausgeht? Dann holt man sich am besten ein Akku wie dieses hier. Was macht man nun in diesem Fall, wenn eben halt euren ganzen Gadgets, Smartphone, Tablets und auch Notebook der Saft ausgeht? Dann beschafft man sich am besten so einen Akku. Ich habe mir eins besorgt, nämlich von XT Power. Das kleine Ding hat noch das Kürzel MP24000 hinten dran. Und die Zahl sagt auch schon aus, wie viel Milliampere-Stunden dieser Akku eben halt besitzt. 24.000 Milliampere-Stunden. Damit kann man sehr schöne Sachen machen. Wie gesagt, ich habe hier schon eine Armada an Geräten mit, die man damit aufladen kann. Kommen wir erstmal zu den einzelnen Anschlüssen. Per USB könnt ihr dann zum Beispiel euer iPhone, Samsung Galaxy S5 oder S4 oder was auch immer für ein Smartphone damit aufladen und natürlich auch darüber euer Tablet aufladen. Sehr schön. Einfach mal nur, um euch das auf der Zunge zergehen zu lassen, 24.000 mAh hat dieser externe Akku. Der interne Akku eines Galaxy S4 hat ungefähr 2600 mAh. Damit würde man 9-mal das Gerät aufladen können. Das iPhone 6 Plus hat 2915 mAh. Damit könnte es dann ungefähr 8-mal wieder aufladen. Das Besondere ist, man bekommt auch noch ein Kabel mit, das normalerweise nicht ohne weiteres, ohne Erlaubnis von Apple, nämlich produziert werden darf und verändert werden darf. Das ist nämlich dieses kleine Ding hier, nennt sich MagSafe 2. MagSafe 1 Kabel gibt es vom Hersteller auch. Damit könnt ihr eigentlich fast alle eure MacBooks dann eben halt damit auch noch aufladen. Zum Glück, auch für die PC-Nutzer unter euch, gibt es noch diverse Adapter mitgeliefert beim Akku dabei, damit ihr dann zum Beispiel euer Lenovo Notebook, Samsung Notebook oder auch Sony Notebooks in der Hand aufladen könnt. Diverse andere Gerätschaften, welche das sind, steht alles im Artikel drin. Aber das ist eben halt die ganze tolle Besonderheit. Man kann es hier einfach einstecken in den Output hinein. Dann springt schon vorne eine kleine LED um, sodass man sieht, jetzt sind 16 Volt eingestellt. Das sollte eigentlich auch ausreichen, um eben halt ein MacBook aufzuladen. Und dann hängt man das einfach nur noch an den MagSafe dran, an seinem MacBook, und schon wird das Gerät aufgeladen. Parallel kann ich auch noch über den USB-Anschluss dann auch noch das iPhone oder ein iPad eben halt aufladen. Ein USB-Kabel liegt dabei, wo ihr auch die sämtlichen Adapter eben halt dran stecken könnt für weitere Smartphones oder für andere Smartphones. Nicht von Apple, sondern zum Beispiel auch von Samsung und Sony. Aber es gibt auch noch Adaptoren für ältere Handys, so Candybar-Tasten-Handys, wie zum Beispiel von Ericsson, Sony Ericsson von früher oder Nokia-Geräte. Wenn ihr noch so eins habt, dann könnt ihr damit das eben halt aufladen. Sehr, sehr schönes Teil, wie ich finde. Es gibt natürlich ein paar kleinere Mankos. Und zwar, je nachdem, was man für einen Output eben halt wählt, stehen nicht die volle 24.000 mAh zur Verfügung. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass hier noch ein Spannungswandler drin ist, wenn man das zum Beispiel ein Notebook auflädt. Man kann also nicht davon ausgehen, dass ihr die 24.000 mAh komplett für euer Notebook verwenden könnt. Zum Beispiel MacBook Pro 13 Zoll Jahrgang 2013 hat ungefähr zwischen 6 und 7.000 mAh. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr damit 4-mal das Gerät damit aufladen könnt, sondern eher gesagt so bis zu 50% und dann ist Schicht im Schacht. Reicht aber vollkommen aus, wenn man im Notfall nämlich unbedingt schnell was erledigen muss und keine Steckdose zur Verfügung ist. In diesen Rucksack, wo ihr euer MacBook oder andere Gadgets immer transportieren könnt, passt das gut hinein. Ist ein bisschen groß, 600 Gramm wiegt das und ja, sag ich mal, ein halbes Kilo Hackfleisch wiegt auch nicht viel mehr. Alle weiteren Informationen zu dem XT Power MP24000, so ist es korrekt, findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite in einem kleinen Kurztest. Und wenn ihr immer aktuell auf den Laufenden gehalten werden wollt über Neuigkeiten zu Apple, Android oder auch Windows Phone, dann schaut bei uns vorbei und die Webseite nennt sich curve.de. In unserem Kanal findet ihr natürlich auch noch weitere Videos, wie zum Beispiel von Bragi the Dash im Interview, plus die Wintergadgets, die der Gerd euch vorstellt. Und dann auch noch die neuesten Samsung-Smartphones, zum Beispiel das Samsung A3.